Heutzutage werden Smartphones immer weniger zum herkömmlichen Telefonieren benutzt. Das heißt nicht, dass wir zwangsweise weniger kommunizieren, sondern wir kommunizieren einfach nur anders. Denn dank der heutigen Smartphones gibt es viel mehr Möglichkeiten, mit anderen Menschen zu interagieren. Eine der schönsten Arten, mit dem Smartphone zu kommunizieren, ist die Videotelefonie. Hierfür gibt es verschiedene Apps wie Skype, FaceTime oder WhatsApp. FaceTime ist lediglich für iOS-Geräte, also für iPhones, verfügbar und damit können Sie auch nur Videoanrufe tätigen. Wie genau das geht, das zeige ich Ihnen jetzt. Dazu nehme ich wieder mein iPhone und dann gehen wir hier auf das FaceTime-Symbol. Das sieht aus wie so eine kleine Kamera. Und dann sehen wir hier schon einen kleinen Infotext. FaceTime-Video- oder Audioanrufe können durch Eingabe eines Namens, einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer gestartet werden. Und dazu drücken wir dann hier einfach oben rechts dieses Plus und geben dann eben einen Namen ein. Zum Beispiel jetzt Michi Reimann. Und dann können wir diesen zum Beispiel anrufen. Dadurch klicken wir dann einfach hier auf Hinzufügen. Dann sehen wir hier oben schon an Michi Reimann. Und dann können wir entweder einen Audioanruf oder einen Videoanruf starten. Und dazu drücken wir dann einen dieser Buttons. Und dann startet auch schon der Anruf. Aber nicht nur per FaceTime können Sie mit dem iPhone mit anderen kommunizieren, sondern auch mit Memojis. Memojis sind von Apple generierte virtuelle Smileys von Ihnen selbst. Und dazu gehen Sie einfach auf Nachrichten. Und dann können wir hier eine neue Nachricht erzeugen. Und dann sehen wir hier diesen oder dieses Symbol mit dem Äffchen und da können wir dann draufklicken. Und dann sehen wir hier auch schon eines meiner Memojis, das ich mir erstellt hatte. Da können Sie natürlich die auswählen, die Sie schon bereits erstellt haben oder zum Beispiel auch so Tiere, die nennen sich dann Animojis. Und wenn Sie sich ein eigenes erstellen wollen, dann gehen wir hier auf dieses Plus mit neues Memoji erstellen und dann können wir hier auswählen, wie die aussehen sollen. Zum Beispiel mit Sommersprossen, ohne Sommersprossen, welche Frisur die haben, welche Kopfform und welche Augen. Und dann können wir das Memoji damit erzeugen. Ich habe mir allerdings hier schon einige erzeugt. Und wenn wir jetzt eine Nachricht damit aufnehmen wollen, dann klicken wir unser Memoji an, geben natürlich noch einen Empfänger an und nehmen dann eine Nachricht mit dem roten Button auf. Hi Michi, ich wollte dir einfach nur mal liebe Grüße senden. Und dann können wir das Ganze einfach an den Empfänger senden. Eine weitere App, um Videoanrufe zu tätigen, ist Skype. Aber mit Skype können Sie auch Sofortnachrichten, Sprachnachrichten oder Videonachrichten verschicken. Aber wie Sie Videoanrufe tätigen, das zeige ich Ihnen jetzt. Ich zeige Ihnen das allerdings nur anhand des Android-Smartphones, weil das beim iPhone im Prinzip genauso funktioniert. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf unsere Skype-App und dann sehen wir hier auch schon zwei Chats, die ich eben offen habe. Und dann können wir hier, wenn wir einen Videoanruf tätigen wollen, eben auf Anrufe gehen. Und sehen dann hier zum Beispiel auch unsere letzten Anrufe und die Personen, die eben auch Skype nutzen. Und dann können wir hier auf den Namen klicken, den wir anrufen wollen. Und dann sehen wir eben hier die Unterpunkte Videoanruf oder ganz normaler Anruf. Und wenn wir jetzt eben einen Videoanruf tätigen wollen, dann klicken wir auf Videoanruf. Und dann wird eine direkte Verbindung zum Gesprächspartner hergestellt. Und wir können dann direkt per Videotelefonie uns mit diesem unterhalten. Nun komme ich zu einer der bekanntesten und weitverbreitetsten Apps, wenn es um Kommunikation geht. Und zwar rede ich von WhatsApp. Mit dieser App können Sie Sofortnachrichten oder Sprachnachrichten verschicken, aber natürlich auch Videoanrufe tätigen. Und wie Sie die Videoanrufe tätigen bei WhatsApp, das zeige ich Ihnen jetzt. Ich zeige Ihnen das nur anhand des iPhones, weil das bei iPhones und bei Android-Smartphones im Prinzip genauso funktioniert. Dafür gehen wir hier auf unser WhatsApp-Icon. Und wenn wir jetzt einen Videoanruf tätigen wollen, dann klicken wir einen Namen an. Und dann sehen wir rechts neben dem Namen einmal so ein Kamera-Icon. Das steht eben für Videoanruf.
und daneben ein Telefonhörer-Icon, der steht eben für einen normalen Anruf. Und wenn wir jetzt diesen Videoanruf tätigen wollen, dann klicken wir einfach auf dieses Kamera-Icon und dann wird der Videoanruf durchgeführt. Aber nicht nur die Videotelefonie ist eine Art der Kommunikation, sondern Sie können natürlich auch noch mit verschiedensten Messengern, zum Beispiel WhatsApp oder Threema, verschiedene Gruppen erstellen und dann in den Gruppen Nachrichten an mehrere Personen gleichzeitig verschicken. Wie das geht, das zeige ich Ihnen jetzt auch anhand des iPhones und anhand der bekannten App WhatsApp. Dazu gehen wir hier wieder auf das WhatsApp-Icon. Und wenn wir jetzt eine Gruppe erstellen wollen, sehen wir hier oben unter Chats direkt neue Gruppe. Und da können wir dann draufklicken und können dann alle Leute auswählen oder unter den Leuten auswählen, die in unserer Kontaktliste sind und wählen dann diejenigen aus, die eben in dieser Gruppe sein sollen. Wenn ihr zum Beispiel in einem Kegelverein seid, dann könnt ihr alle Leute aus eurem Kegelverein, sag ich mal, anwählen und dann eben eine Gruppe erzeugen. Dazu wählt ihr die Leute aus und klickt dann eben auf Weiter und könnt dann hier einen Gruppenbetreff eingeben, zum Beispiel Kegelvereinsfahrt oder ähnliches, und dann könnt ihr auf Erstellen klicken. Und dann wird eben eine Gruppe erzeugt und darin können Sie dann Nachrichten an alle Gruppenmitglieder gleichzeitig verschicken. Die verschiedensten Apps haben natürlich so ihre Vor- und Nachteile und unterscheiden sich in einigen Punkten. Die Anmeldung funktioniert bei allen Diensten ziemlich einfach, allerdings unterscheiden die sich darin, dass man bei bestimmten Apps ziemlich viele Daten von sich preisgeben muss und bei anderen Apps eigentlich kaum. Ich zeige Ihnen das jetzt erstmal anhand von Skype, weil da müssen Sie sehr viele Daten angeben und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt anhand des Android-Smartphones. Wir haben jetzt hier Skype schon geöffnet. Wir sehen auch, ich bin da mit meinem Konto bereits angemeldet und das können wir auch auswählen. Aber wir wollen jetzt natürlich ein neues Konto erstellen und dazu gehen wir auf anderes Konto verwenden. Und dann können wir hier eben uns mit einem vorhandenen Microsoft-Konto anmelden. Wenn Sie allerdings noch keines haben, dann klicken Sie auf Dann erstellen Sie jetzt eins. Das steht direkt darunter. Und dann können wir unser Konto erstellen, entweder mit unserer Telefonnummer oder mit unserer E-Mail-Adresse. Mir ist das immer lieber, eine E-Mail-Adresse anzugeben, weil ich natürlich nicht möchte, dass ich irgendwelche unerwünschten Werbeanrufe bekomme. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf stattdessen eine vorhandene E-Mail-Adresse verwenden, gebe dann hier mal exemplarisch eine E-Mail-Adresse ein. Und dann klicken wir auf Weiter. Dann müssen wir natürlich noch ein Kennwort erstellen. Das mache ich jetzt auch mal exemplarisch. Und dann sehen wir hier schon, wir müssen unseren Vornamen angeben, unseren Nachnamen. Und dann klicken wir wieder auf Weiter und müssen dann noch Details wie unser Wohnort und unser Geburtsdatum angeben. Also es sind hier sehr viele private Informationen, die man bei Skype preisgeben muss. Das finde ich persönlich natürlich nicht so schön. Und wenn Sie all diese Daten angegeben haben, dann müssen Sie eigentlich nur noch Ihre E-Mail-Adresse oder eben die Telefonnummer bestätigen. Und dazu bekommen Sie in der Regel einen Code geschickt, den Sie dann hier eingeben müssen. Und dann können Sie sich auch mit Weiter anmelden. Das war jetzt die Anmeldung mit Skype. Wie gesagt, ich finde es persönlich nicht so schön, dass man bei Skype so viele Daten von sich preisgeben muss. Das geht auch anders. Bei iOS, also bei iPhones, ist das zum Beispiel so, dass ich da im Grunde genommen nur meine Apple-ID brauche, also meine E-Mail-Adresse, um mich da eben für FaceTime anzumelden, beziehungsweise sobald ich mich bei dem iPhone eben mit meiner Apple-ID anmelde, ist FaceTime eigentlich schon betriebsbereit. Ich brauche dann natürlich nur noch andere iPhone-Nutzer, die eben auch FaceTime nutzen.
Bei WhatsApp funktioniert das Ganze im Prinzip ähnlich einfach. Da müssen Sie nur Ihre Telefonnummer angeben. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt einmal kurz. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal WhatsApp geöffnet. Dann sehen wir hier die Startseite und gehen dann einmal auf Zustimmen und Fortfahren. Und dann sehen wir hier, wir müssen unsere Telefonnummer verifizieren. Das heißt, wir geben die jetzt hier einmal ein. Und klicken dann auf Weiter. Und dann sagt WhatsApp, die werden jetzt unsere Telefonnummer verifizieren. Das müssen wir dann bestätigen und einmal auf OK klicken. Und dann schickt WhatsApp uns quasi eine SMS und bestätigt das von selbst. Und dann sind wir im Prinzip schon bei WhatsApp angemeldet. Man kann jetzt hier noch einen Benutzernamen eingeben und dann auf Weiterklicken. Und dann können wir WhatsApp schon benutzen. Was ich bei WhatsApp auch besonders schön finde, dass man hier außer der Telefonnummer keine Daten angeben muss. Sofern Ihre privaten Daten Ihnen wichtig sind, sollten Sie auch auf das Thema Verschlüsselung achten. Verschlüsselung bedeutet hier nichts anderes, als dass Ihre Nachrichten in eine Art Geheimtext umkodiert werden und erst beim Empfänger wieder zurückkonvertiert werden. Bei der Konvertierung unterscheiden sich die Apps auch immens. Skype bietet hier erst seit Ende 2018 eine Verschlüsselung an. Vorher war das so, dass man per Skype die Nachrichten gar nicht verschlüsseln konnte. Allerdings ist es bei Skype so, dass man das Ganze erst aktivieren muss, weil standardmäßig ist diese Verschlüsselung deaktiviert. Wie Sie das Ganze aktivieren können, das zeige ich Ihnen jetzt anhand des Android-Smartphones, weil das bei iPhone und Android-Smartphones im Prinzip genauso funktioniert. Dafür gehen wir hier auf unser Skype-Symbol und wenn wir eine sichere Verbindung nutzen wollen, also eine Verschlüsselung, dann gehen wir hier auf Neuen Chat und dann sehen wir hier den Unterpunkt private Unterhaltung. Das heißt, wenn wir jetzt wollen, dass unsere Nachrichten verschlüsselt sind, dann müssen wir immer diese private Unterhaltung auswählen und klicken dann zum Beispiel darauf und wählen dann unseren Kontakt aus, mit dem wir uns unterhalten wollen und dann wird diese Nachricht eben verschlüsselt. Bei FaceTime und WhatsApp ist das so, dass diese Verschlüsselung schon automatisch eingerichtet ist. Das heißt, da brauchen Sie sich gar keine Gedanken darüber machen, dass Ihre Daten eben nicht verschlüsselt an andere Personen gehen. Allerdings muss man dazu sagen, dass WhatsApp natürlich zu Facebook gehört und Facebook hat natürlich in den letzten Monaten einige Datenschutzskandale gehabt und da muss man natürlich immer vorsichtig sein, welche Daten man da preisgibt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Überblick darüber geben, wie Sie mit Ihrem Smartphone mit anderen kommunizieren können. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.